Hallo und willkommen im Odenwald. Wie ihr wisst aus meinem TT Motorbike Blog, habe ich einen neuen Begleiter und der steht gerade hier vor euch. Dabei handelt es sich um den Carberg Droid Helm, der mir freundlicherweise von der Firma Germott in Dreieich zur Verfügung gestellt wurde. Diesen Helm gibt es in verschiedenen Designs und in Unifarben. Unifarben startet er für 249 Euro, in diesem bunten Design, wie ich es habe, mit 279. Es ist ein voll ausgestatteter Touring Club Helm. Voll ausgestattet bedeutet für mich, dass er ein Pinlock Visier mit dabei hat und für mich auch ganz wichtig, ein Sonnenvisier. Das Sonnenvisier reicht ziemlich weit in das große Gesichtsfeld hinein, wie ihr seht, und es wird hier hinten über den Schieberegler bedient. Funktioniert während der Fahrt immer ohne Probleme. Weiters ist es so, dass das Visier eine ziemlich steife Raste hat, aber Vorteil bei der ganzen Geschichte ist, wenn ich das hier unten auf die Lüfterstellung stelle, dann bleibt es auch da und es klappt nicht bei höheren Geschwindigkeiten zu, wie es bei anderen der Fall ist. Macht man es ganz zu, rastet es ein und die Lautstärke ist vergleichbar mit einem Schubert C3, meiner Meinung nach. Aber hier möchte ich mich auf keinen Fall zu weit aus dem Fenster lehnen, denn das hat immer was mit dem Motorrad zu tun, das man fährt, mit der Windströmung, mit der Körpergröße des Fahrers und mit dem eigenen Empfinden. Für mich passt es und es ist okay so, wie es ist. Ein weiteres Highlight ist die vordere Lüftereinstellung bei diesem Helm, denn es ist ein modernes, technokrates Design aus Italien. Die Funktion folgt der Form und es funktioniert tadellos. Ich persönlich finde es gut, aber es wird wahrscheinlich ziemlich viele Diskussionen darüber geben, ob es gut ist, ob es gut aussieht oder nicht. So ist es halt eben. Wer mit dem Helm unterwegs ist, hat verschiedene Möglichkeiten, ihn zu fahren. Und wer durch den geschlossenen Zustand zu wenig Luft bekommt, der kann ihn natürlich auch aufklappen. Denn er hat eine Sache, und zwar einen kleinen Hebel hier neben an der Seite. Damit sperre ich den oberen Kinnteil und habe somit einen Jethelm, der auch offiziell die Erlaubnis hat, so gefahren zu werden. Er hat eine Zulassung dafür. Für mich persönlich ist das zu viel Luft. Ich mag es eher geschlossen. Und deswegen mache ich ihn runter und zu und werde jetzt gleich wieder aufbrechen und noch eine Runde fahren. Ich hoffe, es ist was für euch und ich würde mich freuen, wenn ihr mir folgt auf meinem Blog oder aber auf meinen Texten im Motorradstraßen, Motorradfreizeit, im Gradblatt, in BMM oder im Kraftstoff. Bis bald, euer Thorsten.